Hallo, ich bin Miriam Mackert. Ich unterrichte Deutsch und Philosophie am Gymnasium und möchte euch heute von einem Unterrichtsexperiment berichten, das ich durchgeführt habe. Das Experiment bezieht sich auf das offene Unterrichten großer Gruppen mithilfe einer Lernplattform. Ich habe es für euch unter der Leitfrage aufbereitet: Kann ich mit mehr Offenheit im Unterricht meinen Schülerinnen und Schülern zu zeitgemäßem Lernen verhelfen? Offenheit meine ich in zweifacher Hinsicht. Einerseits Offenheit inhaltlich in Bezug auf die Unterrichtsinhalte und Themen, andererseits in Bezug auf die Transparenz des Lernprozesses. Ausgangslage meines Experiments war die folgende. Ich habe große Lerngruppen gehabt, die ich im Fach Philosophie unterrichten sollte. Weit über 30 Schüler. Ihr könnt euch vorstellen, dass das an sich schon eine Herausforderung ist und dann in einem Fach, wo es doch sehr auf das Engagement im Unterrichtsgeschehen und auch auf die Möglichkeit, in den Dialog zu treten, ankommt, ist das noch mal schwerer. Die Gruppen waren außerdem heterogen und ich habe mich dann gefragt, wie kann ich denn unter diesen doch eher ungünstigen Rahmenbedingungen mein Ziel, möglichst guten Unterricht zu machen und den Schülerinnen und Schülern auch individuellen Lernzuwachs zu ermöglichen, wie kann ich diese Ziele erreichen? Ich habe mir überlegt dann, dass ich mithilfe einer Lernplattform gerne arbeiten möchte. Da gab es nicht so recht eine, die meinen Unterrichtsbedürfnissen entsprach. Daher habe ich dann eine selbst entwickelt. Das ist netucator.de geworden. Die habe ich dann fortan im Unterricht eingesetzt. Den Unterricht selbst habe ich umstrukturiert auf Grundlage des Lernzirkels von Jackie Gerstein, der vorsieht, dass man die Unterrichtsinhalte zunächst in der Lebenswelt der Schüler verankert bzw. einen Bezug zu ihnen schafft. Dann erst Materialien reingibt, die die Schüler mit Bedeutung versehen sollen und entsprechend anwenden müssen. Das Ganze sah im konkreten Unterricht folgendermaßen aus. Ich habe zunächst einen Themenfächer eröffnet. Das war der erste Schritt zu inhaltlicher Offenheit. Ein Themenfächer mit möglichst vielen Bereichen meines Faches. Dazu gab es Initialstunden, die haben wir gemeinsam durchgeführt. Und die Schülerinnen und Schüler durften dann schon einen Themenbereich wählen. Dann erst ging es so weit, dass innerhalb dieses Themenbereiches noch einmal ausgelotet wurde mithilfe von Denkaufgaben. Was wissen die Schülerinnen und Schüler eigentlich schon? Wo stehen sie? In welche Richtung denken sie von sich aus? Wo liegen also mögliche Interessenschwerpunkte? Das Ganze wurde dann von den Schülern sozusagen geclustert und erst im nächsten Schritt habe ich dann materialgestützt mit ihnen gearbeitet, Materialien reingegeben. Auch hier konnte wieder eine Auswahl getroffen werden. Und erst dann haben sich die Schülerinnen und Schüler klar für einen Themenschwerpunkt entschieden. Ich wollte das soziale Lernen nicht vernachlässigen, habe deswegen auch immer Gruppenphasen eingeführt, habe mir davon erhofft, dass die Schülerinnen und Schüler ja Anregungen voneinander bekommen und auch merken, wo sie vielleicht nicht immer Rede und Antwort stehen können in ihren Bereichen, wo sie also noch nachbessern müssen oder welche möglichen neuen Aspekte sie noch gar nicht bedacht haben. Das Ganze lief darauf hinaus, dass sie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler am Lernprozess teilhaben sollten, nicht im Sinne teilhaben lassen sollten, nicht bloß im Sinne einer Präsentation inhaltlicher Art, sondern sie sollten ihren Lernweg nachzeichnen, den Denkprozess aufzeigen. Das hat ziemlich gut geklappt. Das lief so auf so eine Art Unterrichtssequenz hinaus. Die Ergebnisse waren toll. Die haben mich gefreut und den Schülern auch zu positiven Noten verholfen. Sie haben von sich aus in der Evaluation angegeben, dass es sie sehr motiviert hat, selbst Themenbereiche wählen zu können. Also in diesem Bereich inhaltliche Offenheit kann ich ganz klar positive Bilanz ziehen. Die Schülerinnen und Schüler haben angegeben, sie waren motivierter, sie haben doch engagiert gearbeitet, die Unterrichtszeit effektiv genutzt, das kann ich bestätigen. Was mich aber noch mehr bewegt hat, war die Transparenz des Lernprozesses, denn das war wirklich toll und sehr beeindruckend, dass man bei 36 Schülern gleichzeitig so nah dran sein kann. Mithilfe der Lernplattform, die sich in Echtzeit aktualisiert hat, konnte ich jederzeit sehen, wo wer steht, habe in der Unterrichtssituation gesehen, Mensch, Schülerin so und so hat gerade was abgegeben. Ich konnte das Gespräch suchen, Anregungen geben, Rückmeldung geben. Von zu Hause aus konnte ich das natürlich auch mithilfe von Audiofeedback oder schriftlichem Feedback. Ich konnte auf Materialien verweisen, weitere Materialien zur Verfügung stellen. So nah dran zu sein im positiven Sinne, den Schülerinnen und Schülern, ja, sie so eng zu begleiten, das könnt ihr euch vorstellen, hat man bei 36 Schülern in einer Unterrichtssituation niemals. Und das war für mich das Ausschlaggebende, dieses Experiment positiv zu bewerten, weiterhin durchzuführen, auch in der Sek 1 auszuprobieren.
Und ja, das verleitet mich sozusagen dazu, diese Leitfrage, die ich gestellt habe, klar positiv zu beantworten und zu sagen, ja, mit mehr Offenheit kann man sich dem zeitgemäßen Lernen zumindest weiter annähern.